On stage we have. Hallo, ihr hört den Vortrag MicroPython, Python für Mikrocontroller in der Übersetzung von Stefan und Mr. Bronze. Wie man mit Python seine Hardware-Projekte sehr schön und einfach macht. Christine Spindler. Yes, hello everybody. Thank you very much for the introduction. Hallo, vielen Dank für die Einleitung. Ich bin total überrascht, wie viele gekommen sind. Ich hoffe, er gefällt euch. Ich arbeite im MicroPython-Projekt und ich bin hauptsächlich für die Hardwareproduktion zuständig. Zunächst mal, hier gibt es einen kleinen Überblick, über was wir heute reden wollen. Was ist eigentlich MicroPython? Was sind die Vorteile, wenn man Scripting-Sprachen verwendet? Ein paar Beispiele, wie man damit möglichst einfach anfangen kann. Wie man sehr viel einfacher mit MicroPython mit Hard- und Software umgehen kann. Und zum Schluss noch ein paar Fragen und Antworten. Einige von euch fragen sich vielleicht, was ist MicroPython? Hat das vielleicht was mit Monty Python zu tun? Die Zeitschrift III Spectrum hat diese Übersicht der Programmiersprachen angefertigt und Python ist ganz oben und es deckt alles ab auf Desktops in der Cloud und auf Mikrocontrollern. Und das Interessante ist, dieses Jahr haben wir Assembler in den Top 10 wegen Internet of Things Projekten, die tatsächlich dann Assembler verwenden. MicroPython ist eine komplette Reimplementierung von Python, die besonders für Mikrocontroller entwickelt wurde. Es wurde komplett neu geschrieben, damit es auf einem Mikrocontroller funktioniert. Es hat eine virtuelle Maschine inklusive Garbage Collection. Das Ganze kann laufen entweder in einer Bytecode-Maschine oder mit nativem Maschinencode. Und man kann Inline-Assembler verwenden, um besonders wichtige Teile dann auch schnell ausführen zu können oder um auf bestimmte Hardware zugreifen zu können. Die Kompilierung findet auf dem Controller selber statt. Also auf der Hardware, die ihr tatsächlich nutzt, nicht vorher auf dem PC oder so. Und man hat ein REPL, also lesen, ausführen, ausgeben und das dann wiederholen. Someone think of having a high level, really high level scripting language to run directly on a mic. Das Ganze hat so angefangen, dass jemand gesagt hat, Mensch, das wäre doch gut, wenn man eine Hochsprache auf so einem Mikrocontroller hätte. Und ich würde gerne meine Roboter steuern mit einer Hochsprache, zum Beispiel mit Python. Und dann muss ich mich nicht um diesen ganzen Low-Level-Kram kümmern. Ich fange mal einen Kickstarter an, weil jeder auch einen Kickstarter macht und ich wollte auch mal ausprobieren, wie das so sich anfühlt, wenn man einen Kickstarter macht. Und vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, den das auch interessiert. Und vielleicht kann da draußen eine Open-Source-Community entstehen, die sich darum kümmert. Und MicroPython ist Open-Source. Und es ist offen für jeden. Das war vor ungefähr 5 Jahren. Und jetzt haben wir über 7000 Sternchen auf GitHub, über 200 Beitragende
Und die Contributors, die Beitragenden, kommen aus komplett unterschiedlichen Bereichen. Da gibt es Embedded-Entwickler, die die Vorteile erkannt haben, so eine Hochsprache auf einem kleinen System nutzen zu können, weil man da sehr schnell vorankommt und dann später sich um die wirklich performance-kritischen Sachen kümmern kann. Some of you might have known the BBC. Einige von euch hatten vielleicht schon von dem BBC Microbit Mikrocontroller gehört. Die BBC hat ungefähr 1 Million von diesen Geräten an Schulkinder verteilt in England. Und Python wird in der Schule gelehrt in England. Und auf dem Microbit werden auch andere Sprachen unterstützt, aber Python ist die wesentliche. Adafruit hat einen eigenen Port und da gibt es also auch entsprechend Entwicklerboards von verschiedenen Herstellern, auf denen MicroPython läuft. Und das offizielle, die offizielle Hardware des Projekts ist das Pi-Board, das ich euch gleich noch etwas genauer vorstellen werde. Wenn, und es gibt einen Spruch, wenn euch eure Software wirklich wichtig ist, dann solltet ihr eure eigene Hardware entwickeln. Und es gibt ein Buch, das ist schon die zweite Auflage. Und 5 Jahre später ist es auch Zeit, ein neues Board zu entwickeln. Ich habe hier eins mitgebracht. Das alte Board von vor 5 Jahren wird weiterhin unterstützt. Dafür gibt es weiterhin Software-Updates. Aber wir haben mit Leuten gesprochen. Was würden sie gerne sehen in dem neuen Board? Was fehlt? Und wir haben versucht, ein neues Board zu entwickeln. Was sind die Vorteile von einer Skriptsprache auf einem Mikrocontroller? Man kann es einfach lernen. Man kann es einfacher lesen. Man kann sehr schnell entwickeln, also Rapid Prototyping. Man kann sehr schnell was fertigstellen und es auf den Markt bringen. Wenn man irgendwo anders was sieht von einem Maker, dann kann man sehr schnell damit Sachen machen. Und ihr kennt sicherlich alle die Geschichten von Leuten, die quasi als Hobby mit was angefangen haben und dass sich daraus sich ein Produkt, ein richtiges Produkt und ein Geschäft entwickelt hat. Es ist sehr einfach, das ganze System zu erweitern. Wenn ihr also ein spezielles Modul habt, das bereits Open Source ist, ein Python-Modul, dann könnt ihr das ganz einfach in das System einbinden. Das klingt alles sehr positiv. Und wenn ich mit Leuten darüber rede, was die so machen, gerade bei Embedded-Entwicklern, dann sagen die, oh nee, warum würde ich das bloß machen wollen? Python ist doch so langsam und das kann ich nicht auf dem Mikrocontroller laufen lassen. Das geht überhaupt nicht. Und wir kennen uns sehr gut mit C aus. Und hier geht es auch darum, die Sichtweise von Leuten ein bisschen zu erweitern. Also MicroPython kann auch nicht besonders energieeffizient sein. MicroPython ist vor allen Dingen schnell, wenn man auf die Entwicklungszeit schaut. Es gibt viele tausende Seiten an Datenblättern zu Mikrocontrollern und wenn man sich damit im Detail beschäftigen müssen, zum Beispiel als ich meine Abschlussarbeit geschrieben habe in Elektrotechnik, da ging es darum, Low-Power-Anwendungen und mit MicroPython kann man sich auf genau die Teile konzentrieren, die für das eigene Projekt wirklich wichtig sind
und hat alles andere quasi schon fertig. Hier gibt es ein paar Beispielprojekte. Es gibt jede Menge Projekte. Hier, das war der eigentliche Anlass, das erste Pi-Board zu entwickeln. Damien George hat einen Quadcopter bauen wollen. Oder dieses Beispiel, es gibt eine drahtlose Wetterstation, die mit MicroPython betrieben wird. Wenn ihr noch mehr darüber wissen wollt, wir haben ein Forum und auf GitHub, da gibt es jede Menge Beispielprojekte und mit dem Link kommt ihr dahin. Aber es gibt auch jede Menge industrielle Projekte, die auf MicroPython setzen. Und wenn ich mit denen spreche, dann sagen die mir, dann frage ich sie, warum habt ihr euch für MicroPython entschieden? Es ist erst seit 5 Jahren verfügbar und deswegen haben noch nicht so viele Leute das jetzt tatsächlich mehrfach ausprobiert. Aber einige haben sich trotz dessen entschieden. Ein Entwickler hat mir erzählt, wir brauchen einen Ersatz für unser Embedded Linux-System. Das ist einfach zu groß für das, was wir vorhaben. Der Prototyp war entwickelt mit Shell-Skripten, die unter Linux liefen. Und dann haben sie in weiteren Prototypen das auf MicroPython umgestellt und haben jetzt ein Low-Power-System, das mit unter 500 Nanoampere auskommt, während MicroPython tatatsächlich läuft. Das Interessante ist, man hat es während der Entwicklungsphase benutzen, aber man kann es auch im endgültigen Produkt verwenden, zum Beispiel, um da relativ einfach auch Updates einspielen zu können. Natürlich kannst du nicht einfach MicroPython für alles verwenden. Es gibt einige Sachen, die nur im direkten Zugriff auf die Hardware funktionieren. Und man kann aber sehr schnell einen Prototypen dem Kunden vorführen. Es wird übrigens auch MicroPython in Taschenrechnern in Schulen benutzt. Ungefähr vor 2 Jahren gab es den ersten Taschenrechner dafür. Das gibt dieses Startup Numworks, die machen solche Taschenrechner, die MicroPython benutzen, auf ihnen. Wir haben kürzlich gehört, dass Casio jetzt auch anfängt, sich das anzutun und das zu machen. Und das ist das süße Logo vom Kickstarter damals. Das ist das Tolle von Open Source. Man kann einfach das Logo nehmen und weiterverwenden. Ich hoffe, ihr seid aufgeregt geworden, neugierig geworden und ihr denkt, hey, das ist cool, ich möchte das ausprobieren, aber ich habe gar kein Board. Kein Problem, ihr könnt auf unserer Homepage einen Emulator benutzen, das ein emuliertes Pi-Board, und man kann ein paar Demo-Skripte laufen lassen, und wenn es euch gefällt, kann man es auch hochladen. Du musst also nicht sofort Hardware kaufen. In dem Emulator kannst du anfangen, rumzuspielen. Weitere Firmen benutzen MicroPython. Damien George natürlich, der MicroPython entwickelt hat. Und auch das Entwicklungsboard. Also er hat auch Hardware entworfen und spezifische Module in MicroPython. Und was er sagt ist, ich komme aus der theoretischen Physik. Ich bin nicht ein typischer Ingenieur, der der irgendwie nur Probleme versucht zu lösen. Ich bin mehr auf die Forschung aus. Und das ist, glaube ich, warum MicroPython so erfolgreich wurde. Weil es nicht nur darum ging, ein spezifisches Problem zu lösen, sondern es so zu machen, dass es für viele Leute benutzbar ist. Es gibt auch weitere Firmen. Immer mehr Leute benutzen es einfach. Diese Beraterfirma, die
Entwicklung für Kunden. Travis Travels Dead als Beispiel. Die sind über MicroPython gestolpert, weil es immer schwierig ist, Komponenten und Werkzeuge zu finden, die auf der einen Seite leicht zu benutzen sind, aber auf der anderen Seite auf dem professionellen Anwendungslevel sind. Und das hat ihn auf MicroPython aufmerksam gemacht. Das ist, was er mir gesagt hat. Man kann also auch Adapter-Boards haben. Das originale Board kann man quasi einfach auf den Adapter draufstecken und dann kann man loslegen. Also nur ein paar Beispiele. Wenn wir, was ist die faszinierende Software, die ist es nur Software oder auch Hardware? Es gibt mehrere Seiten. Die andere Seite ist, sie machen auch ihre eigene Hardware, die Firma mit MicroPython. Wenn wir auf die Kamera wechseln können, dann kann ich euch was zeigen. Ja, hier. Wir sehen hier, das ist das originale Board. Es ist wirklich sehr, sehr klein. Das ist das Original Pi-Board. Es ist ein Pi-Board Lite, um genau zu sein, aber das ist dasselbe Format. Und die neue Generation ist so klein geworden. Wir haben darüber nachgedacht, was die Leute uns erzählt haben, und sie sagen, ja, wir mögen diese kleinen Module. Ihr habt wahrscheinlich den ESP32 oder 66 gesehen, gehört, die sind klein und man kann sie trotzdem gut anbinden. Aber wenn man diese kleinen Module hat, dann muss man sie zum ersten Mal ansprechen können. Und wir haben halt gedacht, okay, Micro-USB-Connector braucht das Board, damit man es leicht aufsetzen kann. Es ist eine Cortex M7 CPU für und ein WLAN-Modul mit BLE und auf der anderen Seite eine Micro-SD-Karte, sodass man natürlich hat man ein internes Dateisystem, aber wenn man Daten sammeln möchte, will man vielleicht auch eine SD-Karte haben, um Programme drauf zu speichern. Man sieht auch die Bus-Verbindungen, die sind speziell so gemacht, dass man sie in andere Adapterboards anstecken kann, die man selber entwerfen kann. Das ist also quasi die Idee, Leute dahin zu bringen, dass sie schnell loslegen können und dann mit ihr Herz im Produkt verlieren können und selber weitermachen können, während das eigentliche schon läuft. Okay. Ich würde weitermachen mit einer Demo. Ja. Ich zeige euch jetzt ein bisschen von dem Code, der auf dem Board ist. Ich fange an mit dem Original Pi Board. Okay, ja, sehr gut. Hier kann man sehen, das ist also auch ein Adapterboard, ein kleines Sensorboard, das wir auch auf den Bus stecken können. So here we have a RGB LED. Hier gibt es eine RGB LED und einen Temperatursensor, Luftfeuchtigkeitssensor und Lichtsensor und einen kleinen Buzzer, damit ein bisschen Sound passieren kann, Geräusche. Alles ist besser, wenn es Musik machen kann oder zumindest buzzern kann. Okay, es ist jetzt eingesteckt. Und wenn ich jetzt zurückwechsle, ja, perfekt. Okay, ja, das gefällt mir. Das ist der Pipe-Flash. Es taucht einfach auf wie so ein USB-Stick. So, wenn ich... Wenn ich da jetzt hinklicke und in meinen main.py öffne, das ist momentan leer, also kann ich da jetzt einfach Code eingeben und dann speichere ich es auf dem Board und dann lasse ich es laufen. Aber natürlich habe ich was vorbereitet, weil ich euch ja was zeigen will, nämlich wie leicht das ist, Sachen laufen zu lassen. Und zum Beispiel den kleinen Sensor-Chip laufen zu lassen.
Hier ist ein kleiner Treiber für die unterschiedlichen Elemente des Zusatzboards, was ich da oben drauf gesteckt habe. Den optischen Sensor, wie man ihn hier sehen kann, den Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor. Das ist, der Code ist da schon drauf. Ich wollte das nicht jetzt live machen, ich wollte es euch nur zeigen. Also dieser Code ist schon auf dem Board. Und jetzt möchte ich euch zeigen, wie leicht man darauf zugreifen kann hier im Hintergrund. Okay, wie wir sehen können, MicroPython möchte mir helfen. Ich kann hier Hilfe eingeben und dann, also wir sind schon auf dem Board und wenn man Hilfe eintippt, dann kriegt man ein bisschen über die Controller Informationen. Ich werde jetzt das Programm importieren, was ich euch gerade gezeigt habe. Und dann werde ich ein Testskript laufen lassen. Okay, hier könnt ihr sehen, es gibt ungefähr 25 Grad Celsius zu messen hier, das scheint mir ein bisschen niedrig. Aber ich wollte euch auch ein bisschen zeigen, wenn wir jetzt nochmal zu den Platinen wechseln könnten. Ja, okay, hier, wie ihr sehen könnt, die RGB-LED, die mehrfarbige LED, zählt jetzt einfach die unterschiedlichen Farben hoch und ich messe ein paar Sachen. Und es wird angezeigt. Interaktiv, das total Tolle daran ist, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, war, oh mein Gott, ich muss gar nichts installieren. Ich habe einfach meinen Python-Code geschrieben und natürlich muss ich wissen, wie ich mit dem Sensor interagiere, aber ich muss nichts installieren, keine IDE-Entwicklungsumgebung. Ich kann natürlich eine benutzen, aber ich muss es nicht. Ich werde das einfach in eine Textdatei loggen und dann habe ich diese Daten und dann kann ich sie einfach benutzen. Es ist wie reinstecken und dann habe ich die Daten schon. Und jetzt kann ich irgendwie Plots erstellen. Das ist das Original Pi-Board. Dieselben Sensoren kann ich natürlich auch mit dem anderen Board benutzen, das halb so groß ist. Derselbe Code läuft auch auf diesem Board. Okay, ich mache es so rum, dann kann ich mehr sehen. Wenn ich jetzt zurückgehe zu meinem Code, and run exactly the same. Und dasselbe nochmal laufen lasse. The same program that's also on the ich importiere genau das gleiche Programm, was auch schon auf dem Board ist. So, und hier, was ich versuche zu zeigen, ist, wir machen das alles sehr modular, also alle alte Hardware wird auch mit den neuen Sensoren und Platinen funktionieren, die wir rausbringen. Was ich gesagt habe, ist, wir haben versucht, das Zeug sehr, sehr klein zu machen, weil das ist irgendwie eine sehr, sehr wichtige Sache, wenn du es für Internet der Dinge benutzen möchtest. Die Sachen sollten wirklich winzig sein. Und meistens haben sie auch wenig Energieversorgung. Sorry. Das tut mir leid. That's the wrong button. Das war der falsche Knopf. Das ist der richtige. Wie ihr hier sehen könnt, da ist ein Mikrocontroller auf ihm und das WLAN-Modul ist extra. Warum ist das so? Wollten wir es teurer machen? Nein. Es geht darum, Echtzeitmöglichkeiten für den Mikrocontroller zu erlauben, sodass man wirklich auf die Aufgaben fokussiert sein kann,
Und in den allermeisten Zeiten braucht man die Daten, braucht man WLAN nur, um die Daten abzuschicken und braucht sie nicht die ganze Zeit. Und, oder man muss irgendwie Bluetooth aufwecken. Also das ist nur ein Vergleich zwischen dem neuen und dem alten Board. Dem PiBoard D ist das neue und das PiBoard Version 1.1 ist das alte. Es ist offensichtlich schneller geworden, weil die Mikrocontroller sich weiterentwickelt haben. Es ist von 34 mA im Schlafmodus gekommen. Also das ist eine neue Area. Wir hoffen, dass das Internet der Dinge damit läuft und dass man nicht mehr so rumlaufen muss und die ganze Zeit Batterien austauschen muss. Das sind, ich glaube, 20 Millionen, die laufen und Daten senden bis 2020. Da wird auch Energieversorgung ein Problem. Also sollten wir uns darüber einen Kopf machen. Das sieht doch alles super gut aus. Ist denn das nicht? Es kann doch nicht alles cool sein und gut sein bei MicroPython, oder? Okay, was MicroPython nicht kann, ist, was ist dein Problem, was du lösen möchtest? Und was kannst du da benutzen? Was ist verfügbar? Also ganz, ganz kleine MCUs, die nicht genug Speicher haben, um den MicroPython Source Code drauf zu packen, die werden weiterhin traditionelles C benutzen, weil das ist nicht, die sind einfach nicht dafür gemacht, Betriebssysteme zu haben, diese Art von Betriebssysteme zu haben. MicroPython ist wie ein Betriebssystem. Es ist zwar auf dem harten Metall implementiert, aber das ist, also es war wirklich sehr einfach für mich, das anzuschalten, das habt ihr ja gesehen, und unterschiedliche Pins anzufassen und auf sie zuzugreifen. Ein anderes Beispiel, wenn du größere Projekte machst, wo ganz viele Leute beteiligt sind, dann möchtest du vielleicht ein eingebettetes Linux-System auf deinem Gerät haben, wo du alles kontrollieren kannst. Aber ich kenne eine Firma, die hat ein eingebettetes Linux-System auf ihrem System und benutzt aber trotzdem MicroPython für ihre Probleme, weil sie können eigentlich schon irgendwie diese Hardware auf ihren Extension-Boards benutzen. Aber in Industrien, wo du wirklich sehr verlässlich sein musst, wo die Daten sehr verlässlich behandelt werden müssen. Ja, das ist der Maker-Track, also was haltet ihr davon, wenn wir ein Produkt machen oder wenn du was Neues designst, das mehrere tausend Mal benutzt wird? MicroPython kann dir helfen mit der Entwicklung von Produkten. Es ist sehr produktiv, man kann die Sachen nachverfolgen. Es wird sehr gut versorgt. Leute können miteinander arbeiten, Probleme lösen. Die Community kann davon profitieren. Das macht das Testen auch leichter. Es gibt mehr als 200 verschiedene Entwickler, die aus unterschiedlichen Gebieten zusammenkommen und machen alle mit und jeder hat Ideen und da kommen Ideen, da hast du noch nicht mal drüber nachgedacht, weil die anderen Leute machen das die ganze Zeit und das ist total fantastisch zu sehen, wie alle Leute sich gegenseitig helfen, besser zu werden. Und wie sieht es mit den Lizenzen aus? MicroPython hat die MIT-License, das ist also sehr flexibel, du kannst es benutzen, aber du musst nicht alles Open Source haben, was du darauf aufbauen möchtest. Und du kannst auch Sachen wegsperren, die den Profit für deine Firma produzieren. Die Python-Community, was den Support angeht, ist immer sehr offen und das gilt auch für MicroPython. Die Nachteile natürlich, nochmal, du hast wahrscheinlich größere Hardware-Ressourcen. Kleinere Microcontroller sind offensichtlich billiger, aber wenn es so klein ist, dass MicroPython nicht draufpasst, dann ja, du musst immer gucken, schau mal die Zeit an, wie du den Entwickler bezahlst, um extra Software zu entwickeln, im Vergleich zu dem Preis der Hardware, die du in deinem Projekt benutzt. Und manchmal in diesen Gebieten gibt es auch einfach, Leute nutzen keinen Python, die benutzen C oder Assembler oder niedrige Programmiersprachen, Low-Level-Sprachen, um Design und Programme zu erstellen. Ja, ich hoffe, ihr habt den Vortrag genossen. Ich würde mich sehr freuen, wenn jetzt Fragen für mich da wären. Oh,
zu schnell. So, but where I'm gonna get involved again. Okay, jetzt komme ich wieder ins Spiel. Wenn wir Fragen haben, bitte geht an die Mikrofone und stellt euch an. Ah, oh, da sind ja schon drei. Na dann sollen wir loslegen. Mikro 1 bitte. Hi. Ich würde interessiert sein, welchen Mikrocontroller-Familien sind denn unterstützt, werden unterstützt? Wie schwierig ist es, ein Board zu erstellen, selber ein Board zu erstellen? Und einen habe ich vergessen, sorry. Okay, zwei sind genug. Es gibt jede Menge Mikrocontroller, die unterstützt werden. Die offiziellen sind von ST, STM, eine ganze Reihe von ST-Mikrocontrollern. Wenn man auf GitHub sich umschaut, dann gibt es für den ESP 8266 als auch den ESP 32 Unterstützung. Okay, bei Mikro 2 bitte. Wie funktioniert die Interaktion mit C-Code aus? Also die Interaktion zwischen MicroPython und mit C-Code. Man kann Module in Python-Module in C implementieren und dann kann man das von Python aus aufrufen. Wenn man etwas schnelleren Code braucht oder was Spezielles braucht, dann kann man das aus dem MicroPython-Code einfach aufrufen. Right, then we have a question from the internet. Okay, eine Frage aus dem Internet. Der Signal Angel macht Signale. Ja, könnt ihr uns ein bisschen mehr erzählen über das neue PyPort D, die Verfügbarkeit und so und was es kosten wird? Ich muss sagen, das wird gerade vorbereitet. Es sind die letzten Tests. Es sollte in den nächsten zwei Wochen verfügbar werden. Wir haben seit langer Zeit reden wir darüber. Und wir haben ein paar Schwierigkeiten gehabt mit der Hardware und wir haben Probleme, die Bauteile zu beschaffen. Hoffentlich in den nächsten paar Wochen. Okay, Mikro 1 bitte. Eine Frage. Du hast gesagt, es gibt die Möglichkeit, SD-Karten einzufügen. Gibt es auch etwas wie Power Measure, dass man es einstecken kann und irgendwo hinlegen kann? Wie zum Beispiel bei den Batterien oder so? Ja, zum Beispiel, du hast das mit dem Micro-USB-Kabel gezeigt. Ist das die einzige Möglichkeit oder gibt es auch andere Möglichkeiten? Das Micro-USB-Kabel habe ich nur verwendet, um jetzt möglichst einfach programmieren zu können und den Code auf das Gerät zu bekommen. Wenn man das dann tatsächlich irgendwo einbauen will, dann werden wir Adapterplatinen haben, die zum Beispiel einen Batterieanschluss haben. Und wir hoffen, es geht genau darum, jetzt fürs Internet of Things Sachen so zusammenstecken zu können, dass sie möglichst lange ohne Batteriewechsel auskommen können. Okay, Frage von Mikro 2. Was ist der größte Unterschied zwischen den Features zwischen MicroPython und normale Python, zum Beispiel Exception Handling oder Threads? Threads werden unterstützt mit dem normalen Thread-Modul. Wenn man auf der MicroPython-Download-Seite guckt, da gibt es einen minimalen Port und einen Port mit allen Features. Und die Frage ist, was man tatsächlich benutzen will. Wenn man das einfach mit dem MicroPython-Port verwenden will, also nicht alle Python-Module werden unterstützt. NumPy wäre super, aber das ist ein bisschen groß. Okay, then we're gonna go over to the Signal Angel. Eine Frage nochmal vom Signal Angel. Kannst du nochmal mehr darüber erzählen, wie schnell Code ausgeführt, also wie Python-Code im Vergleich zu nativem Code oder C-Code an dem Board ausgeführt wird? Execution Speed? Yes. Die Ausführungsgeschwindigkeit von Code. Kommt drauf an, auf den Code.
No, seriously. Also im Ernst. Is it 100 times faster than Python? Üblicherweise ist C ungefähr 100 mal schneller. Man muss die Stellen rausfinden, wo man die Performance braucht. Üblicherweise ist MicroPython schnell genug für all das, was man normalerweise verwenden möchte. Es gibt aber Bereiche, wo man die... Es ist schwer, dass man genau jetzt sagen kann, wie viel langsamer oder schneller. Das ist eben im Gegensatz zu einer Implementierung in C. Okay, da drüben noch eine Frage. Wie viel Speicherplatz braucht die Laufzeitumgebung? Und ungefähr 128 Kilobyte für den minimalen Port. Und werden AVR Mikroarchitekturen unterstützt oder gibt es da Bemühungen? Arduino oder? AVR. Entschuldigung. We plan on a lot, probably that's. Wir haben eine Menge geplant. Wir werden sehen. Okay, an Micro 2 bitte. Eine kleine Anmerkung, da gibt es Python und MicroPython in Assembly-Hallen. Also wenn du damit rumspielen möchtest, dann komm einfach zu dem Assembly. Tippt es in die Navigations-App und dann findet ihr euch und uns und dann können wir da ein bisschen rumspielen. Das ist ja fantastisch. Mikrofon Nummer 1, please. Mikro 1, bitte. Ist LoRa supported? LoRa? Es gibt eine Firma namens PyCom, die ein eigenes Modul anbieten. Da ist der Mikrocontroller schon eingebaut. NB-IoT and everything will be supported. Und wir hoffen, dass wir Unterstützung auch für NB-IoT dazu bekommen. Wir haben jetzt erstmal mit WLAN angefangen. Nun ans Mikro 4. Hi, danke für den Vortrag. Wie viel ist nötig, um Ports für neue Plattformen zu erstellen? Also was sind die Schritte dahin? Im Forum gibt es ein paar Hinweise, wie man anfängt. Es gibt aber kein Rezept oder ähnliches, wie man das angeht. Die Sache ist, dass wenn man auf eine neue Architektur geht, einen neuen Mikrocontroller, dann muss man eine Menge C-Code schreiben, um das zum Laufen zu bringen. Und Damien George hat das für die STM-Serie gemacht und arbeitet jetzt am F7. Und das ist ziemlich aufwendig, um das wirklich schnell und gut zum Laufen zu bringen. Es ist ein guter Punkt. Wir müssen wirklich besser dokumentieren, wie man so einen Port tatsächlich angehen kann. Da gibt es eine Frage an Mikro 2. Zusätzlich zu, ihr werdet neue Sachen entwickeln, neue Versionen des Boards, des meinen Pineboards. Macht die Firma, die das unterstützt, auch Sensoren und Add-ons entwickeln, wie das, was du entwickelt hast, oder werden sie auf Adafruit und andere dritte Parteien sich verlassen? Die Sensoren, die kaufen wir. Das ist ein Temperatursensor von TI und diese Zusatzmodule, du meinst die Erweiterungsplatinen. Wir werden ein paar selber produzieren, aber was wir eigentlich wollen, ist, dass Leute das Design aufgreifen und selber entsprechende Platinen entwickeln. Wir bieten am Anfang ein paar an, damit Leute loslegen können wir sind auch offen dafür, die weiterzuverkaufen, falls jemand eine gute Idee hat. Okay, und der Signal Angel sagt nochmal, wie sieht es aus mit dem Ökosystem? Also welche anderen Boards neben dem Pi-Board kann ich damit laufen lassen? Es gibt eine Menge. Zum Beispiel alle PyCom-Boards, die LoRa machen und andere Netze unterstützen. Es gibt eine Kamera von OpenMV. Adafruit
macht eine ganze Reihe von Boards, die unterstützt werden. Es gibt eine ganze Reihe kleinerer Anbieter aus China und ähnlichen Ländern, die ESP-Boards entsprechend anbieten. Ich zeige hier nur die offiziellen Boards und den offiziellen Port, wo wir versuchen, die Interaktion zwischen Hardware und Software möglichst gut hinzubekommen. Christine, ich glaube, ich sehe keine weiteren Fragen an den Mikrofonen. Deswegen nochmal ganz herzlichen Dank für den Vortrag und das hier ist dein Applaus. Vielen, vielen lieben Dank. Ihr habt gehört den Vortrag MicroPython, Python für Mikrocontroller in der Übersetzung.